ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Ne, was ist das schön? Ne, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Das ist wunderschön. Wenn es im Fußball Wunder gibt, dann hat Fortuna Köln eins vollbracht. In 10 Jahren von der Bezirksklasse in die Bundesliga, davon träumen sicher andere Clubs, viele andere Clubs, ohne dieses Ziel je zu erreichen. Aber das Wort Wunder klingt nach Zufall. Doch bei Fortuna wurde nichts dem Zufall überlassen. Dafür sorgte Präsident Hans Löhring. Und jetzt kann der Präsident natürlich auch seinen sorgsam gehüteten Plan aus der Schublade ziehen. Der Plan für die Aufstiegsfeier. Wenn Fortuna tatsächlich im ersten Anlauf die Bundesliga schaffen sollte, hatte er gesagt, dann steht Baiental und die Südstadt Kopf. Und während die Vorbereitungen für die Aufstiegsfeier noch laufen, besucht der Präsident mit seiner Mannschaft, mit Trainer und den Betreuern den Zoo in Köln. Und auch das hat einen ganz besonderen und guten Grund. Denn was macht wohl ein Präsident dann, wenn er sich mit seiner Mannschaft über einen stolzen sportlichen Erfolg freut und wenn er diesen Erfolg nicht zuletzt auf die Zuschauer zurückführt, die in den bisherigen Aufstiegsrundenspielen so treu zur Fortuna-Mannschaft gestanden und diese so großartig angefeuert und unterstützt haben. Er schenkt dem Zoo etwas und jetzt ist es das Fortuna, das haben wir schon gelesen. Na, jetzt sehen Sie es auch, oben die Ohren schauen schon raus. Das Geschenk wird sich gleich selbst präsentieren. Es ist ein Gepard, das Gepardenweibchen, das wir schon gesehen haben beim Besuch bei Hans Löhring in der Eifel. Und dieses Gepardenweibchen wird heute von Fortuna dem Kölner Zoo übergeben. Ein Dankeschön also an die Kölner Bevölkerung, repräsentiert durch den Kölner Zoo. Und wir glauben, dass sich nicht nur der Zoo über dieses seltene, muss man sagen, Geschenk freuen wird, sondern überhaupt die Kölner Bevölkerung. Und das ist Sinn und Zweck der Sache. Beobachten wir jetzt also ein bisschen, wie sich das Weibchen, das Gepardenweibchen, das selbstverständlich auf den Namen Fortuna getauft wurde, hier einlebt. Sicher wird es ihr zumindest ebenso gut gefallen wie in der Eifel. Einen Vorteil hat die Sache jetzt in jedem Fall, denn das Weibchen ist nicht mehr allein. Hier ist schon der neue männliche Beschützer. Und das, so meinen wir, rundet das Bild ab. Fortuna also im Zoo. Nee, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Das ist wunderschön. Ja. Und wie geht durch, da sind die Elefanten. Nee, was sind die dick? Oh, die sind dick. Unbelurter Dänne ans ihr Quante. Die sind so dick, die sind unwahrscheinlich dick. Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Nee, was ist das schön? Nee, was ist das schön? Ein Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist so schön. Das ist wunderschön. Ja, und ganzer Meng, da könnt man zu der Arme. Nee, was sind das viel? Oh wei, das sind so viel. Ja, und die sieht man nur den ganzen Tag rumhüppen. Und bei denen Mädchen,
ja jeder, was er will, der einen Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Ne, wann ist das schön? Ne, wann ist das schön? Einen Besuch im Zoo. Oh, 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 oh. Das ist es so schön. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ja, wenn ich da das sage, das ist schön. Das ist noch schöner. Schön, ne?